Joho, Guild Wars 2 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mein Guild Wars 2. Die Reihe, in der ich euch meinen Guild Wars 2 Account vorstelle, soll heißen, alle Charaktere und ein bisschen über ihre Geschichten und ihre Builds und was sie so in ihrem Inventar mit sich herumschleppen und wie ich sie spiele und warum ich sie so spiele und überhaupt. Heute kümmern wir uns mal um Nubia Nebeltatze, hier im Startbildschirm eingeblendet in ihrem... Assassinen-Outfit. Okay, das sind zwar keine Assassinen-Statuswerte, aber das ist halt immer so der Dress, den ich hier verpasse, wenn sie, das böse Raubkätzchen ist. So, dann blenden wir mal hier wieder alles ein und ich glaube, ich sollte auch das hier wieder lauter stellen. Jawoll! Oh, wir stehen auch schon passenderweise in der Fluchküste, dann kann ich euch ja gleich zeigen, wie ich diesen Charakter spiele. Meine Nubia Nebeltatze ist ein ziemlich alter Charakter. Ich glaube, das ist der erste Char, den ich je gestaltet habe. Oh, hier geht ja auch wieder das Ding von vorne los. Alles klar, mal gleich annehmen. Es ist der erste Charakter, den ich je gestaltet habe und somit ist sie, was soll ich sagen, alt eingesessen und hat nicht so, wie soll ich sagen, den Hintergrund, den ich immer so hatte, wenn ich einen Charakter erstellt habe. Also ich hatte damals noch nicht so viel Ahnung von der Lore der Chars und das habe ich erst so mit ihr ja überhaupt erst kennenlernen können, weswegen sie so ziemlich eigentlich der Hauptstory folgt. Mal abgesehen davon, dass sie mit dem ehemalig männlichen Dieb und jetzt inzwischen weiblichen Dieb von Trefion befreundet ist. Also wir haben unsere Diebe zusammengeläffelt. Gelöffelt. Genau, wir haben die gegessen. Hat gut geschmeckt. Danke, Arnett, dafür. Nein. Wir haben unsere Diebe zusammengelevelt. Sowohl die Story ein bisschen zusammen gemacht, als auch uns darum gekümmert, Dieb spielen zu können. Und da wir da noch am Anfang von Guild Wars 2 standen und Diebe damals auch noch ein bisschen schwieriger zu spielen waren, weil es halt auch eine andere Mechanik ist, sind wir doch da recht häufig mit gestorben. Nicht so häufig, aber es, ja, also doch. War richtig spannend, hat richtig viel Spaß gemacht. Man wusste ja auch noch nicht so genau, wie kippe ich mich, wie mache ich das, wie funktionieren Kombos und so weiter und so fort. Und dementsprechend hatten wir da, ich weiß gar nicht, ob ich euch da nicht sogar ein Bild für raussuchen kann, hatten wir da unseren Spaß mit dem Herumsterben. Wartet mal, ich glaube, ich kann euch sogar ein Bild raussuchen. Wo war das hier mit diesem Stummschalten? Wollte ich nicht. Zwar habe ich ja auf meinem Tumblr-Account recht viele Guild Wars-Bilder hochgeladen. Dementsprechend findet sich da auch einiges. In der Zwischenzeit, während ich da mal auf zwei Bildschirme herumwühle, weil ich multitasking-fähig bin. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich gucke mal gerade Page. Wie viele Pages hat mein Tumblr eigentlich inzwischen? Mal gucken. Na komm, hier, da geht doch noch ein bisschen. Da geht doch noch. Mach mal 20 Seiten. Ich mach mal 20 Seiten zurück. So. Da seht ihr schon mal, was für Klamotten dann meine Nubia so trägt. Aktuell laufe ich wieder mit meiner Valkyrenrüstung herum. Kraft, Vitalität, Wildheit. Der Rest ist aber auf Assassine. Der Kurzbogen hier ist sogar ein Soldatenkurzbogen. Ich habe halt gerade nichts anderes gehabt. Den hatte ich fürs WVW dabei. Du gehörst eigentlich gar nicht hierhin. Eigentlich Schwert... und Dolch oder Pistole, je nachdem, worauf ich Bock habe. Also Dolch deswegen, weil man sich unsichtbar machen kann. Pistole deswegen, weil man sich auch unsichtbar machen kann und man halt einfach noch diesen Kopfschuss hat, kann ich mich immer nie so genau entscheiden. Aber auf jeden Fall, seitdem es den Draufgänger gibt, auf Stab. Da sind auch noch nicht ganz die richtigen Sigille drauf, aber fast. Macht... Nee, das ist Dolch und nicht. Wo ist mein Schwert? Da ist Schwert, würde ich gerade sagen. Richtig. Ja, entweder Dolchpistole oder Schwertpistole, aber ich spiele eigentlich ganz gerne Schwert wegen der Schadenserhöhung. Im PvE ist so ein Valkyrenbild deswegen ganz nett, weil man hält zwei der fiesesten Hits halt aus, macht halt trotzdem noch so viel kritischen Schaden. Der allgemeine kritische Trefferschaden ist recht hoch. Und ich hatte ja auch mal ein Video zu diesem Bild gezeigt. Es funktioniert so ganz gut zusammen, vor allen Dingen mit dem Draufgänger. Man ist recht nah dran, man ist aber nicht ganz so squishy und ich sehe halt gar nicht ein, warum ich Berserker-Werte brauche auf einem Dieb, weil ich komme ja auch so auf 50% kritischer Trefferschaden. Mit der Dauerwut, die ich habe, habe ich dann immer ja meine 70% und mit meinen Freunden zusammen, mit denen ich laufe, wir laufen viel mit Waldläufer und mit Krieger, habe ich dann, komme ich ja sowieso fast auf 100% kritische Trefferchance. Da brauche ich auch keinen Berserker oder sowas. Gut, jetzt arbeite ich halt mit billigen Wurmrunen. Weil dann kommen da noch so ein bisschen mehr. Ich kann das ja mal gerade zeigen. Ihr seht, das sind 10% mehr
kritische Trefferschaden. Das könnte man jetzt auch mit einer anderen Rune wieder anders ausgleichen. Hätte mehr Präzision und so, aber klappt so ganz gut. Wir können ja gleich mal den Riesen prügeln. Ich gucke gerade in der Zwischenzeit immer noch, ob ich das Bild finde, was ich euch zeigen möchte. Wie nämlich mein Kätzchen ganz früher mal aussah. Da gab es ein schönes Bild zusammen. Ich mit dem Dieb von Trefion zusammen. Ich finde es gerade nicht. Ich finde gerade sehr geile, alte, von mir wirklich cool editierte Screenshots. Mein Guild Wars 2 Tumblr ist guildwarsdiamonds.tumblr.com. Oh, da ist noch mein alter Krieger. Ich meinte natürlich, ja, der sieht doch schon ganz hübsch aus. So wie früher. Ich finde es einfach. Alter, wie viele Screenshots habe ich gemacht? Hey, da ist noch ein. Ah, nein, da wieder eins zurück. Da wäre noch ein altes gewesen. Warte. Ich blende euch das einfach mal ein, weil ich cool bin. Wie, du greifst mich an. Wie gesagt, es geht ja darum, dass ich euch meine Charaktere und ihre Geschichte zeigen möchte. Und da ist das natürlich eigentlich ganz praktisch, wenn man dann so noch mehr von der Geschichte zeigen kann, indem man auch Screenshots zeigt. Da sind wir hier bei Tumblr. Und nur, dass man hier hinter das Overlay, dann sieht das professioneller aus. So, da sehen wir einmal hier. So, nach einem der Umstylings sah meine Nubia mal aus. Doppelpistole zu der Zeit. Ja, das sind Ätherklingenpistolen. Ich weiß. Ist schlimm, dass ich sowas besitze. Da haben wir noch tonnenweise Screenshots. Das war die Weltmeisterschaft. Das ist eins der Lieblingsscreenshots von meiner Sarah. Gott, das ist so viel alter Krempel. Ach, guck mal, damals, als wir vor der SAP protestiert haben. Ach ja, damals. Und jetzt ist sie wieder da und das ist so cool und darüber freue ich mich so sehr. Oh, holy shit. Arthur, was hast du dir dabei gedacht? Oh mein Gott, Arthur. Alles okay, ja. Es ist gut. Ich himmle nur ganz gerne. Huch, wieso geht denn das nicht? Ist nicht noch weitere Seiten? Habe ich nicht. Achso, ich habe nicht vorwärts gedrückt. Ich habe rückwärts gescrollt. Ticke die Weisheit in einem Lenkkraft, die Flöte. Die so. Oh Gott, da ist noch meine ganz alte. Ja, ich müsste nicht weiter rückwärts. Und dann müsste das. Da haben wir es. Genau das Screenshot habe ich gesucht. Das ist das älteste Screenshot und das ist auch das erste Design, was mein Char hatte. Und da sieht man auch noch, wir sind im Levelprozess und wie damals waren gerade die Ätherklingenwaffen drin. Also hatte ich auch die Ätherklingenwaffen. Habe halt auf Schwertpistole gespielt und so sah mein Kätzchen da noch aus. Und da haben wir noch Trefions Fordal Melbourne. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Tut mir leid, auf jeden Fall ist es jetzt kein Kerl mehr, sondern eine Frau, hat eine Geschlechtsumwandlung hinter sich, weil, naja, ihr wisst, wie solche Dinge manchmal sind. Gut, dann haben wir so ein bisschen Hintergrundstory zu meiner Nebeltatze. War früher schwarz, ist jetzt weiß, hat den Michael Jackson gemacht. Kannst du auch den Moonwalk? Ja, okay, alles gut. Und dann ziehe ich mir mal Buffwood hinter, und zwar furiose Wartungsöle und dazu dann noch teure Schüssel mit Curry-Butternusssuppe. Oh Gott. Teures Buff. Und wir machen gerade mal den Riesenplatt und da werdet ihr eigentlich schon sehen, worauf dieses Bild ein bisschen aufbaut. Ein bisschen Damage machen hier. Auf Direktschaden durch den Stab halt. Ups. Und ein bisschen Ausweiche hier auch. Höhere Geschwindigkeit. Da wird auch nochmal Bums machen. Ups. Und einmal hui und hui. Ich so gerne durchwirbel. Wurring, ups. Ein bisschen mehr Schaden machen. Und das war's dann auch. Ja. Ist jetzt für so einen Hau-Drauf-Gänger. Lol, Hau-Drauf-Gänger wegen drauf. Ja, ist jetzt nicht so eine Herausforderung, das Ding. Oh. Die Flügel sind mir nicht peinlich. Ich mag die Flügel. Ich wollte mich mal hier hinstellen. Diese Kampfmusik, ne? Alter, ich will einen schönen Hintergrund haben, wenn ich über meinen Charakter quatsche. Ja, der ist wirklich sehr schön, der Hintergrund, Isa. Wirklich sehr schön. Sehr schön. Und zwar gucken wir uns mal das Bild von ihr an, was sie momentan mit sich führt. Das ist auf Akrobatik kritische Schläge und Draufgängerin. Und zwar Eile beim Ausweichen finde ich eigentlich ziemlich nützlich. Muss ich bis jetzt sagen,
erfordert doch, also ermöglicht doch, nicht erfordert, sondern ermöglicht doch mehr Mobilität. Ihr könnt ausweichen, wenn ihr getroffen werdet, während ihr euch unter der Lebenspunkteschwelle befindet. Es ist dann irgendwie so eine automatische 2 Sekunden lang Ausweichdingsgedöns. Ich bin mir noch nicht sicher. Elan, meine Heilfähigkeit, war ich auch am Überlegen. Erhaltet Regeneration und entfernt Schaden zufügende Zustände, wenn ihr getroffen werdet, während ihr euch unter Lebenspunkteschwelle befindet. Ich bin mir halt nicht ganz so sicher, was hier sinnvoll ist. Es ist unterschiedlich. Wenn ich weiß, ich muss viel dodgen, nehme ich energische Erholung mit. Wenn ich weiß, ich treffe auf Gegner mit viel Zuständen, zum Beispiel Fraktal oder sonst irgendwie sowas, je nach Fraktalgrad natürlich, dann nehme ich die Schmerzreaktion mit. Ist so ein bisschen, ja, situationsabhängig. Erhaltet Elan bei erfolgreichen Ausweichen vor einem Angriff. Also wir haben sowieso ständig Elan, weil wir ja als Draufgänger permanent dodgen, so ist es gedacht. Und entfernt Zustände, wenn ihr Gegner trefft, während eure Lebenspunkte über der Schwelle sind. Das ist nicht so oft, muss ich sagen. Erfolgreiches Ausweichen vor einem Angriff, wenn ihr ein Schwert oder einen Speer führt, lädt Stehlen um einen feststehenden Betrag wieder auf. Schwerter und Speere richten größeren Schaden an. Deswegen habe ich halt auch das Schwert mit dabei, weil das Schwert macht auch gut Damage. Besonders hier die Pistolenpeitsche macht ganz gut viel Schaden. Und ja, hebt Betäubung auf und füllt Ausdauer bei Betäubung, Benommenheit, Zurückschleudern auf. Ist halt immer so, wenn ich weiß, okay, ich brauche einen Stunbreaker, ich habe nicht so viel Stunbreaker, dann scheiß auf die Schadenserhöhung. Ich spiele eh mit dem Stab zum größten Teil und dann nehme ich halt schwer zu fassen mit. Elan hat verstärkte Auswirkungen auf euch. Das ist halt deswegen der Akrobatikzweig, finde ich halt unglaublich sinnvoll, wenn man Draufgänger spielt, weil Elan einfach 50% erhöhte Wirksamkeit hat. Und wir es halt auf die Reihe kriegen, hiermit oder notfalls damit noch Perma-Elan eigentlich auf den Charakter zu stacken, wenn man es irgendwie richtig macht. So, was haben wir denn hier? Belohnung der Assassinen. Heilt euch selbst, wenn ihr eine Fähigkeit wirkt, die Initiative verwendet. Finde ich jetzt nicht so krass, die Heilung. Ihr haltet Initiative Regeneration, wenn ihr im Angriff ausweicht. Finde ich irgendwie sinnvoller, weil wir dodgen ja ständig. Also alle 2 Sekunden Regeneration irgendwie nur. Also im Idealfall bei einer Schadensrota von einem Gegner, die hoch ist. Und ein bisschen Initiative. Und ansonsten ist auch noch nett, auf euch wirkende Verkrüppelung und Kühle hat eingeschränkte Wirksamkeit. Ihr ignoriert regelmäßig erlittene Immobilisierungseffekte. Finde ich halt auch ziemlich geil, weil als Draufgänger verkrüppelt zu sein, ist gerade im WoW spiele ich das halt so. Ist das nicht, das ist nicht gut. Man sollte nicht verkrüppelt sein als Draufgänger. Da geht man dann drauf. Aha! Ha! Ja, gut. Später. So, dann habe ich kritische Schläge dabei. Eure Chance auf kritische Treffer ist erhöht, während eure Lebenspunkte über der Schwelle liegen. Ja, entweder ist das der Fall oder nicht. Ihr verursacht zusätzlichen kritischen Schaden, während eure Lebenspunkte über der Schwelle liegen. Also man versucht es halt, ne? Man versucht halt, das geht, Siegel habe ich jetzt dabei. Setzt sich aber nicht so oft ein, weswegen das mit der Macht nicht so viel bringt. Und man ist, also mit meinem Dieb spiele ich ja selten Solo. Wir haben immer 25 Stacks Macht dabei. Spätestens mit einem Wiedergänger, einem Krieger oder einem Mesmer oder einem Ele. Inzwischen sind ja all diese Klassen in der Lage, einem locker ohne Probleme 25 Stacks Macht Perma zu geben. Haltet Bonuschance auf kritische Treffer, wenn ihr einen Gegner von der Seite oder von hinten trefft. Es kommt drauf an, wenn ich in der Gruppe bin, mache ich das auch manchmal. Also, wenn ich nicht in der Gruppe bin, mache ich das auch manchmal, damit ich mehr kritte, aber wenn ich in der Gruppe bin, ist das. Achtet Wut, wenn ihr einen Gegner trefft, dessen Lebenspunkte sich unter der Schwelle befinden. Ja, mit dem Wut-Trade hier hinten landet ihr einen kritischen Treffer, solange ihr unter der Auswirkung von Wut steht, erhöht sich die Dauer von Wut, hat man halt so Perma-Wut. Haltet Wildheit basierend auf eurer Präzision. Das ist so ganz nett, weil ich bin ja auch noch auf Meuchler-Statuswerte. Also wir sind ja halb Walküre, halb Meuchler. Das gibt so den Prozentsatz an Wildheit dazu, der mir verloren geht, weil ich nicht die richtigen Rune für so eine volle Glaskanone trage. Und alles andere würde ich jetzt auch nicht mitnehmen wollen. Tarnung, das auch nicht. Kritischer Trefferschaden, halt euch im Prozentsatz, das ist so gering, es bringt gar nichts. Erhaltet Zugriff auf die physische Fähigkeitskategorie, eure maximale Ausdauerschleife wird erhöht. Ja, also wir haben halt, ne, jetzt hier 3 Dodges und wir könnten physische Fähigkeiten einsetzen. Mehr Schaden bei Gegnern innerhalb der Reichweite, wir sind ja nah dran, das ist auch ganz sinnvoll. Physische Fähigkeiten nutzen wir nicht, Lebenspunkte, wenn ich erfolgreich ausweiche, die sind gar nicht mal so wenig und das tun wir ja recht häufig. Während ihr einen Stab führt, ist unsere Initiative-Punkte. Für jeden ausgegebenen Initiativenpunkt kriegen wir dann Ausdauer. Und wenn unsere Ausdauer nicht ausgefüllt ist, machen wir mehr Bums mit dem Stab. Erhaltet Ausdauer, wenn ihr erfolgreich von einem Gegner steht. Also da können wir unsere Ausdauer wieder ein ganzes Stück ausfüllen. Ihr seht, das Ganze basiert darauf, die permanent zu so dodgen, wenn es geht. Und wenn ich ausweiche, mache ich Bums Bums. Und wenn ich ausgewichen bin für 4 Sekunden, mache ich auch noch mehr Bums Bums dank Hüpfer. So, das habe ich ganz gerne drin. Und ich habe jetzt halt hier Siegel der Beweglichkeit drin, weil ich alleine bin. Die braucht die Präzisionsboosts davon nicht unbedingt sonst. Genauso wie ich auch die Beschleunigung dabei habe. Wenn ich alleine unterwegs bin, ist mir auch lieber. Auch allein unterwegs ist die Diebesgilde ganz nett. Und wir prügeln uns jetzt nochmal mit dem Riesen, damit ihr nochmal seht,
Also man kann halt auch zum Beispiel so anfangen, erstmal auf den Gegner springen und dann nochmal stehlen. Und dann sollte ich unbedingt dodgen, damit ich hier die Schadenserhöhung habe. Dann durch den... Ups, oh, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich könnte dodgen, aber ich habe es nicht geschafft. So ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Hui! Bisschen blenden und Schwäche auf den Gegner bringen. Schwäche ist sowieso ein schöner Zustand. Ja, und diesmal habe ich eigentlich auch nicht wirklich Schaden bekommen, außer dass ich mich habe einmal treffen lassen. Ich mag das Bild. Ich weiß nicht, wie HOT-tauglich es ist. Wir können es mal ausprobieren. Gehen wir doch mal... Ich glaube, da sind wir tot. Also wir sterben jetzt mal an dem krassesten Heldenpunkt ever, 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 ever. Sorry, aber der ist wirklich derbe, der Punkt ist wirklich richtig derbe. Ich gucke gerade im Hintergrund, ob ich noch mehr alte Screenshots von meinem Charakteren habe. Oh, da sind noch ganz alte Sachen. Wartet mal, das kann ich euch mal gerade nochmal einblenden. Hier, Trifion und ich mit unseren Messmann. Wir haben auch unsere Messmann zusammen gelevelt. So richtig, richtig alt, wie mein Messmann ganz früher aussah. Das ist das erste Screenshot, was ich je gemacht habe. Da war ich nur mit Karpfen unterwegs. Das erste Mal, als ich meinen Charakter umgestaltet hatte. Aber das hier ist das erste Screenshot, das ich je gemacht habe. Ich fand das so schön da. Ich muss da mal wieder hin und das mit meiner Naisha nochmal wiederholen. Okay, alles klar. Dann sind wir jetzt wieder hier auf dem Bildschirm. Der Ladebildschirm ist vorbei. Und wir gehen uns jetzt umbringen. Da unten nämlich. Beim übelsten Heldenpunkt der Geschichte. Wir werden wahrscheinlich schon an den Wespen sterben. Also mit meinem Messma ist das hier alles nicht so... Alter, die Wespen tun aber auch weh, ey. Mit meinem Messma ist das alles hier easy peasy gewesen. Das finde ich immer noch krass. Wir müssen einfach permanent die Schwäche aufrechterhalten. Schon wieder eine Wespe. Oh, ich habe dich getroffen, weil ich so weit weg stand. We are so dead. Braucht die Diebesgilde, braucht die Diebesgilde, braucht die Diebesgilde. Wow. Nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht hatte. Tötet den Schattenspringer. Schnell. Wo ist der denn? Oh. Ja, zu krasser Heldenpunkt. Der ist einfach krass mit wenn man alleine im Fokus steht. Okay, aber vielleicht können wir den ja wenigstens platt machen. Wieso bin ich jetzt schon gedodged? Ich bin völlig behindert. Whoops. Na? Auf herumzuspringen. Wieso habe ich eigentlich die am Target? Ich sollte erstmal den da platt machen. Alles klar. Okay, ich bin weg. Wieso, wo habe ich denn hingetroffen, dass ich, also hingezielt, dass ich da nicht treffe? Kann ich bitte wegkommen? Okay, ich habe keinen Plan, wie ich das am besten angehen soll. Wow, okay, nee, das ist, aber die ist zu übel. Aber wir haben ja ganz gut Schaden gemacht. Ich würde behaupten, wir haben ihr ganz gut Schaden gemacht. Das Bild ist wirklich nicht darauf ausgelegt, dass man alleine gegen sowas kämpft. Also die Vampirfledermaus, ja, das ging. Aber alles andere echt übel. So, aber das ist noch nicht alles von meiner Nubia-Nebeltatze. Das ist ja nicht die einzige Bildvariante, die ich spiele. Screenshot gemacht, das wollte ich nicht. Und zwar spiele ich die gute Dame ja eigentlich normalerweise hier mit dem Träumer. Wieso hängst du eigentlich da oben rum? Das ist ja wohl, das geht ja wohl mal voll nicht. Und zwar halt mit meiner aufgestiegenen Zustandsrüstung. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene Bildvarianten, mit denen ich da spiele. Je nachdem, was ich mache. Ich kann euch dann meine Lieblingsvariante quasi mal vorstellen. Erstmal muss ich den Träumer hier wieder anziehen. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass du das da oben anziehst.
Na gut. Hier haben wir den Stab. Und dann habe ich eigentlich ganz gerne dich hier und dich hier. Ja, Doppeldolch. Doppeldecker. Sieht sie nicht süß? Oder sieht sie nicht süß aus? Aber die Klamotten haben wir gar nicht so sehr. Eigentlich habe ich immer dieses Kleidungsset hier dann an. Weil das einfach zusammen mit den Schmetterlingsflügeln unglaublich süß aussieht. Besonders mit dem Träumer. Ich bin eine glänzende, kleine, puschelige, flauschige Glitzerkatze. Hui puh. Ja, ich weiß, ich bin behindert. Gut. Da kommen dann natürlich die Gifte rein, weil wer hätte es doch erwartet? Gifte, ne? Ich spiele mit Giften. Wahnsinn. Die kommen rein und das kommt dann da rein und alles andere ist aber richtig so. Dann natürlich aufspießender Lotus. Dann habe ich das mit dem Stab draus genommen. Das ist mit dem Zustandsentfernen, wenn ich ausweiche, ist super. Schwäche bei Gegnern, bei denen ihr kritisch Gegner richtet, weniger Schaden bei euch angeschwächt. Also je mehr Schwäche auf den Gegnern ist, desto besser quasi. Ich habe dann allerdings, glaube ich, ja richtig, wenn ich alleine unterwegs bin, auch ganz gerne den Block mitgenommen. Hier ist der Block. Da ich irgendwie permanent blocken kann und Betäubung aufheben kann, fand ich das eigentlich ganz super. Hab das dann halt reingenommen, weil, auch wenn das jetzt die einzige Fähigkeit ist, dieser Art, die ich mitnehme, kam ich damit klar. Wo war denn das andere? Schattenkünste war das, glaube ich. Genau, Verwendung von Gift wird auch das Gift auf Verbündete aufgetragen, also Venom Share Dieb. Und macht, wenn ich ein Gift aktiviere. Und in der Tarnung Zustände entfernen, damit ist das auch gleichzeitig ein guter Zustandsentferner. Und dann war das bei Betrugskunst, das weiß ich gerade nicht mehr. Ob ich Stehlen von Fusion genommen habe und Gegner unterbrechen, bekommen Pein und die Krähenfüße hinterlassen. Das habe ich aber nicht immer gemacht. Schlussendlich mit tödlichen Künsten. Dieses Jahr erhöhte Giftdauer, glaube ich, habe ich eine Zeit lang gespielt. Fand ich eigentlich ganz nett. Und dieses Auto-Immobilisieren war auch nicht übel. Im Dolchangriff haben sie Chance, Gegner zu vergiften. Fand ich eigentlich immer ganz lustig. Okay, alles klar. Man kann das natürlich auch sagen, man spielt das dann hier drauf und nimmt dann lieber noch eine Falle mit oder sowas. Fallen hier, dass man so eine Nadelfalle noch stellt und dann automatisch eine Nadelfalle stellt und Nadelfallen sind schneller wieder aufgeladen. Aber das ist halt, du hast dann halt keinen Stunbreaker. Und eigentlich habe ich so ganz gerne mal einen Betäubungsbreaker mit dabei. Das ist mir ehrlich gesagt lieber. Und kommen dann damit noch ein bisschen besser klar. Genauso wie dann halt das Barfoot jetzt hier der Fall ist. So. Und jetzt gehen wir nochmal dahin und... Da wird sich eh gerade geprügelt. Gucken mal, ob wir da helfen können. Aua, die hatten hier aber lange hier. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Nein, hier geblockt. Block, geblockt, geblockt, geblockt. So, weil eigentlich... So, jetzt kommt das Gift hier drauf. Eigentlich mache ich einen auf... Wow, eigentlich mache ich einen auf den hier. Eigentlich mache ich aber einen auf den hier. Kannst du mal die Aggro verlieren? Danke fürs... Ah, sehr schön. Danke fürs Retz. So, alles klar. So, jetzt rechts aber hier. Stunbar mal runterbringen. So, und jetzt einen auf den hier machen. So. Nein, geblockt. Diese Dauerschwäche finde ich jetzt nicht so geil. Kriegst hier wieder dein Gift drauf. Hier, so störende Blitze. Kriegst du schön Konfusion. Ah, die Zustände ticken an ihr schon so ganz nett. Ich blocke, ich blocke, ich blocke, ich blocke, ich mache mich unsichtbar. Halt, hier, so. Da komm. Ups. Da komm. Ups. Mein Held hat natürlich wesentlich mehr aus, ist klar. Halt, ich wollte mich heilen. So, ist die Bar unten. Jetzt können wir schon ein bisschen Gift stacken hier. Komm, werf mich an, werf mich an. Traust du dich? Oh, okay, sie traut sich. Jetzt stirb einfach. Das ist die Zustandsvariante davon, die habe ich eigentlich jetzt so am längsten gespielt. Eigentlich ist es so ein Dungeon, dran, am Gegner dran stehen und einfach so immer wieder hauen und dann Gift aufbauen, weil man halt hier auch vergiftet mit und auch eine erhöhte Chance hat zu vergiften und hier mit Blutung stacken. So, oder halt mit dem Kurzbogen, mit dem Giftfeld zusammen mit der Splitterbombe arbeiten. Das ist so noch eine ganz schöne Sache und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
Am liebsten würde ich nochmal die Herausforderung starten, um zu gucken, wie ich alleine klarkomme. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwo einen anderen schönen Punkt gibt, um zu gucken, wie das mit den Zuständen am besten läuft oder wie schnell das gehen kann. Sonst können wir auch wieder zu unserem Riesen zurücklatschen. Aber ich denke, ihr habt jetzt mein Kätzchen mal ganz gut kennengelernt. Mein Flausche-Kätzchen, mein Glitzerkätzchen, das arme Glitzern, weil ich den Träumer habe. Mein kleines Dreamer-Kätzchen, ist sie nicht süß? Ich mag sie. Ja, auch die Haarfrisur ist dazu, also was ganz Besonderes, kann man nicht anders sagen. Schmetterlingsflügel auch natürlich. Das ist meine Nubia Nebeltatze. Wie gesagt, bestester Freund von Trefions Dieb in. Dieb, Diebin, Dieb. Naja, das mit der Geschlechtsumwandlung verwirrt mich bis heute so ein bisschen noch. ist halt deswegen. Ist Char Mensch, Sympathisant für den Frieden zwischen den beiden Völkern? War es am Anfang nicht. Mussten sich halt erst kennenlernen, aber sie auf ihrem schwierigen Weg. Kampf gegen die Altdrachen begleitet worden ist von ihren menschlichen Freunden, ist die kleine Nebeltatze doch dem Ganzen ganz aufgeschlossen. Und hab mit ihr eine Zeit lang RP't. Also es gibt noch ein bisschen mehr Background-Story zu ihr. Bisschen Rollenspiel mit ihr gemacht. Hui. Kätzchen. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen, ponnigen, wunderschönen Tag in Guild Wars. Heute ist Dienstag. Ich rieche einen Patch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Guild Wars 2. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare, eure Infos zu Builds, Tipps und Tricks, die ihr mir immer wieder gebt und Feedback. Und ja, vielen Dank auch fürs Teilen des Videos und fürs Liken und fürs Ausschalten des Adblockers, falls ihr sowas besitzt. Und bis zum nächsten Mal. Wir singen! Kämpft schon wieder wer? Geh ich helfen? Ich bin unsicher, das wird sowas von schwer.